Die Arbeitslosenzahlen steigen dramatisch. Trotzdem werden die AMS-Ausgaben für Qualifikationsschulungen von Arbeitssuchenden gekürzt. Damit gibt es noch weniger Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und weniger neue Jobchancen. Hunderte Trainerinnen und Trainer sind ebenfalls davon betroffen und wurden zur Kündigung angemeldet. Angesichts der dramatischen Situation fand am 2. Juni eine öffentliche Betriebsversammlung der betroffenen Betriebe am Ballhausplatz statt. Wir wollen Schutzschirm, Totalschlag, keine Kürzung für AMS-Mittel für die Erwachsenen aus dem Bildungsbereich. Es geht um eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die niemanden zurücklässt und die niemanden abschreibt. Und um das geht uns, und das ist auch ein Bekenntnis von dieser Stelle, für eine Arbeitsmarktpolitik, die den Namen auch verdient. Politik hat eine Verantwortung, eine Aufgabe. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn ich den Fernseher auftrage, wenn dort die Minister stehen und sagen, was kann ich dafür, wenn die Wirtschaft nicht ausspringt? Da muss man Ideen haben! Es geht nicht darum, ob jetzt weniger Geld vorhanden ist, sondern es geht darum, dass das Geld, das nämlich vorhanden ist, zweckgebunden ist. Ich sage immer, auf diesem Geld hängt ein Mascherl. Und weil ein Mascherl draufhängt, können es jene, die es brauchen, nicht abholen, weil es woanders liegt, wo es nicht gebraucht wird. Da gibt es den nächsten Termin. Heute am Nachmittag mit Bundesminister Stöger. Noch nicht gemeldet hat sich der Finanzminister. In erster Linie geht es darum, dass der Finanzminister versteht, ja, dass aktive Arbeitsmarktpolitik ein bisschen mehr ist, als nur Geld zu den Unternehmen zu schieben und ein bisschen mehr ist, als irgendwie zu sparen, ja, sondern dass die Menschen, die arbeitslos wären, auch ihre Träume haben und Hoffnungen haben. Ja, und dafür verdienen sie unsere Unterstützung. Dass man uns hört, ist eine Sache. Aber wenn man uns nicht verstehen will, dann werden wir halt uns im Oktober, wenn es irgendwie geht, da wieder treffen. Ja.